Moin zusammen! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf John's Moba. Ich habe euch was ganz Besonderes mitgebracht heute. Und zwar diese kleine Lokomotive, vielen bekannt als V36, hier in der Ausführung der DSB als Rangiertraktor. Und das Ganze stammt von Brava, wurde 2019 zum Modell des Jahres gekrönt von den Lesern des Eisenbahnmagazins, dieses Modell. Generell, diese Bahnreviews bei mir sind ja relativ lang, das heißt, ihr findet unten in der Beschreibung auch immer den Sprungpunkt zu den entsprechenden für euch interessanten Dingen. Wir machen heute das Thema Innenraumcheck, wir machen die Details und Highlights, wir betrachten die Fahreigenschaften und Funktionen, wir machen dann einen kleinen Check, wie vorbildgerecht ist denn unsere kleine Lokomotive hier. Und dann eben auch am Ende ein Fazit, Preis-Leistung, ist es eben das Highlight des Jahres 2019 gewesen oder ist es einfach eine weitere Lokomotive? Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir legen los mit dem Unboxing. T16-21, Diesellok T der DSB. Das Ganze in der Version Digital Basic, das seht ihr hier oben auf der rechten Seite. Das heißt, wir haben einen Decoder von Döhler und Haas, wir haben eine Vorbereitung für Sound, ja, und das Ganze gehört in die Epoche 3. Und das Modell seht ihr selber hier. Das ist ein sogenannter Rangiertraktor, so wurde das genannt, wurde also nicht als Lokomotive klassifiziert. Und wir legen doch einfach mal los mit dem Unboxing. Also, Brava typisch, machen wir das Ganze einmal auf und haben dann hier de facto eigentlich den Plastikblister drin in dem Ganzen. Nicht zum Rausschieben oder so, das ist natürlich bei anderen Lokomotiven öfter so, sondern zum Rausheben nach oben, so wie es aussieht. So. Und da haben wir es schon. Und da ist auch der Grund, warum das so ein bisschen schwerer gerade war. Die Betriebsanleitung. Und das scheint doch etwas mehr zu sein. Also, soweit der Karton. Im Vergleich zu Lilliput-Kartons nicht ganz so hochwertig, aber der Karton ist da ja auch nicht so wichtig. Dann haben wir hier Betriebsanleitung, Decoder und Sounddecoder. Also im Betriebname, mögliche Betriebsarten und so weiter. Also ich glaube hier nichts Unbekanntes, wie immer die Adresse 3 am Anfang. Wir haben hier keinen Sound in dieser Version, können aber eben mit einem anderen Decoder hier Sound hinzufügen. So, und jetzt haben wir hier die Anleitung für die Lokomotive. Für ein Vitrinenmodell kann man hier noch Bremsschläuche, Kupplungshaken und sowas anbauen. Brauchen wir nicht. Dann ist hier noch eine Erklärung, wie man im Endeffekt das Gehäuse aufmacht. Das werden wir für den Innenraumcheck nachher nochmal machen. Und dann haben wir auf der Rückseite eine super große Explosionszeichnung der Lokomotive. Das finde ich immer extrem hilfreich. Da geht es darum, wie kann ich jetzt hier Licht, also die Glühbirnen zum Beispiel, austauschen. Wie schaffe ich jetzt hier den Decoder-Einbau? Und dann habe ich hier quasi nochmal die Platine dargestellt mit den verschiedenen Anschlüssen. Das, denke ich, ist auch extrem wichtig, dass man das nochmal hat. Also sieht soweit doch erstmal gut aus. Ansonsten ist hier jetzt keine Werbung oder irgendwie sowas dabei gewesen, wie wir das bei anderen Lokomotiven hatten. Das zur Seite. Kommen wir mal zu unserem Hauptkandidaten für heute. Da ist er schon. Was ich persönlich jetzt nicht so schön finde, aber das ist wirklich nur mein persönliches Bauchgefühl, ist der Farbunterschied quasi beim Blister, dass ich hier dieses weiße Plastik habe und das durchsichtige. Ich finde es immer schöner, wenn das alles durchsichtig ist.
Und dann haben wir hier schon die kleinen Zurüstteile. Ja, ich habe jetzt in der Anleitung eben nicht aufgepasst, was das hier sein soll. Aber hier haben wir die Bügelkupplung, die kleinen Kupplungshaken seht ihr da, die Bremsschläuche hier, das ist hier alles dabei. Das lassen wir auch gleich erstmal so. Und dann haben wir hier den typischen Blister, keine besonderen Geheimnisse, außer der Lautstärke, wie ihr hört. Und dann steht sie da gut verpackt. Wir holen sie einmal raus, nehmen das Plastik ab und stellen sie gleich mal auf ein passendes Gleis hoch. So sieht unser Schmuckstück hier aus. Was ich sehr schön finde, ist das Grün. Das kommt hier in dem Licht auch einigermaßen gut rüber jetzt. So auf den ersten Blick, erster Eindruck ist sehr hochwertig, auch im Original. Also ich habe hier ein schönes dunkles Grünes und habe dann hier tatsächlich viele kleine angesetzte Details. Ja, also hier sehe ich schon auf den ersten Blick Leitern, freistehende Lichter, solche Sachen. Macht einen richtig hochwertigen Eindruck. Wir schauen uns gleich erstmal die Details an und danach geht's auf die Anlage. Es gibt ein paar Details, die würde ich euch bei der V36 hier nochmal zeigen. Aus meiner Sicht geben die einen guten Eindruck, in welche Qualitätskategorie diese Lokomotive einzuordnen ist und insbesondere, wie viel Mühe sich Brava auch gegeben hat, hier gewisse Details nachzubügen. Und dafür drehe ich sie euch erstmal auf die aus meiner Sicht Schokoladenseite. Und zwar seht ihr hier bei der DSB-Variante noch die alte V36 quasi, die Bundesbahn hat sie ja umgebaut auf den Lamellenkühler vorne. Hier habt ihr den aus meiner Sicht jetzt noch alten offenen Kühler und da braucht man gar nicht viel zu sagen. Das ist hier tatsächlich nicht lackiert oder so, sondern wir haben hier einen durchbrochenen offenen Kühler, wie ihr hier sehen könnt. Und dahinter sitzt dann quasi ein echter heller Kühler. Das ist schon sehr cool. Sieht so natürlich nur nagelneu aus. Daneben seht ihr dann die etwas unregelmäßige Vernietung. Ich denke auch, das ist mit Absicht so gewesen. Also das passiert nicht mit Zufall und spricht für mich jetzt auch nochmal sehr nach einem hohen Anspruch an den Detailgrad. Also gerade wenn man sich diese Ecke hier anguckt, dass man da drei Nieten auf einmal hat und so, das ist schon wirklich ja, ganz großes Kino aus meiner Sicht. Weiter geht es dann hier im unteren Bereich. Man kann ja hier noch zusätzlich Dinge ansetzen, also mal abgesehen von den Federpuffern, die natürlich richtig Spaß machen. Und ihr seht anhand der Pinzette jetzt auch, in welcher Größenkategorie wir hier gerade spielen. Also hier diese kleinen Griffstangen dort, das ist super. Nebenbei, das Ganze ist natürlich auch nicht so, als würde es jetzt auseinanderfallen. Also hier diese Griffstangen hier, wenn ich die jetzt mal ein bisschen bewege, seht ihr, die sind beweglich. Also da kann man gegenkommen, die brechen jetzt nicht gleich ab. Demgegenüber ist aber hier diese Leiter, die hier angesetzt ist als Metallteil, sehr fest. Also die hält ordentlich was aus. Wenn ich mir dann die V36 auf der Oberseite angucke, habe ich hier die Andeutung der Klappen. Die sind also nicht öffnbar oder so, aber ich habe hier eine angesetzte kleine Reling. Das ist wirklich schön gemacht. Das Einzige, was hier einmal sichtbar ist, ist Klebstoff und hier habe ich einmal eine etwas geringere Lackierung dahinter. Das ist natürlich, ja, schmälert den Eindruck minimal, ganz ehrlich. Das ist eine super coole Lokomotive, das macht jetzt für mich den Kohl nicht fett. Aber ich wollte es einfach erwähnt haben, dass ihr es wisst, also es gibt quasi hier so ganz minimale Lackfehler tatsächlich. Dafür habe ich aber hier auch wieder feinst angesetzte Griffstangen, die sind wirklich schön dünn. Und hier schaut mal hier hinten. Also erstmal haben wir hier farblich hervorgehoben die Türklinke. Dann haben wir hier die Scharniere, alle drei mit den entsprechenden Nieten. Wir haben dann die Handläufe links und rechts und wir haben hier die
Fußraster bzw. der Übertritt, ja, super gemacht aus meiner Sicht. Dann hier auch wieder die Federpuffer und ich habe jetzt hier die Märklin Kurzkupplungen angesetzt, dabei sind allerdings solche Bügelkupplungen. Und was ihr hier drin jetzt vielleicht schon gesehen habt die ganze Zeit, ist ein ja doch detailliertes Führerhaus. Da oben seht ihr, sind auch die typischen Handräder und da habt ihr dann so quasi die Steuereinheit da vorne. Und ich habe jetzt hier ja meinen kleinen Fahrer hier schon drin. Da seht ihr gleich auch im Innenraumcheck, was der denn da eigentlich macht. Das Fahrwerk selbst ist extrem detailliert. Was man allerdings sehen kann, ist, die Lackierung ist nicht überall hundertprozentig gleich. Also das sind so die wirklichen Details. Ne? Ihr seht jetzt hier diese kleine Stelle. Die fällt einem im Original noch mehr auf als jetzt hier am Modell tatsächlich. Und die Reifen, also wir haben hier einen Haftreifen, aber wir haben dann hier auch die normalen Räder, die haben an manchen Stellen so kleine rote Punkte, ne? Genau wie hier die Bremse zum Beispiel. Da seht ihr ganz, ganz klein. Das ist jetzt wirklich, geht so in Richtung Korinthenkackerei, aber ich wollte es einfach für euch erwähnen, es gibt so kleine Fehlerstellen, zumindest hier bei meiner Lokomotive, habe ich bei anderen Herstellern so noch nicht gesehen. Entweder ist es wirklich so, dadurch, dass die Farbe hier anscheinend auf das ja gebaute Modell aufgebracht wurde, so wirkt es zumindest, also als ob hier rot lackiert wurde, nachdem die eigentlich schon zusammengesetzt ist. Oder es könnte einfach daran liegen, dass das vielleicht auch mit einer gewissen Handarbeit gemacht wurde, ich weiß es nicht. Ne? Es gibt kleine Farbunterschiede im Rot, also hier die Achse, die Achsaufnahme ist ein anderes Rot als das lackierte daneben, das seht ihr jetzt hier auch. Dafür allerdings sehr cool und ohne Alterungseffekt notwendig, oder ohne dass ein Alterungseffekt notwendig ist, so hier die geölten kleinen Verbinder der Triebstangen. Das sieht schon echt, ich finde, das sieht richtig, richtig genial aus, ja, wie original, Hammer. Gut, dann habt ihr hier hinten nochmal ein sehr detailliertes Gestänge und da seht ihr auch schon wieder so ein Teil, ne? Also hier oben da rot, was immer das da macht. Ja. Aber hier auch das Bremsgestänge super dezidiert angesetzt, obwohl ich hier einen Schleifer unter der Lok habe. Ja. Das ist schon die hohe Kunst, muss man ehrlich sagen. Also da kommt auch vom Detailgrad her Märklin in deutlich teureren Kategorien nicht hinterher. Da ist Brabha, denke ich, wirklich ganz vorne. So, dann haben wir hier hinten noch wirklich auch filigranste Details, wie hier oben. Und ansonsten, denke ich, ist das anständig, was hier abgeliefert wurde. Ja, also jetzt nicht super besonders, aber aus meiner Sicht der Kühler, der ist wirklich besonders. Die Lampen sind an sich freistehend, stehen halt nur direkt an dem Motorblock dran. Das schmälert den Effekt. Und hier seht ihr es auch wieder, ne? Also die Lackierung. Da habe ich so ein bisschen ein Thema mit. Da hat Brabha aus meiner Sicht jetzt nicht 100% performt. Also das sollte ja eigentlich dunkel sein. Das hat hier so helle Abriebspuren. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei allen Modellen so ist oder ob ich ein B-Modell hier habe. Das hat ja doch einen ordentlichen Rabatt bei mir gegeben. Vielleicht ist das auch der Grund. So, jetzt seht ihr hier nochmal die Bedruckung. Die ist bei meinem Modell hier glasklar, da gibt es aber auch nicht viel. Das heißt, wir haben hier DSB1, das ist ja die Nummer, und wir haben hier die Revision, die gemacht wurde, wahrscheinlich wieder in Kopenhagen. Und wie ihr hier seht, wurde die gemacht, na, 46. So. Das ist auch übrigens realistisch, bringt uns gleich nach dem Thema Details dann auch zur Historie konkret dieses Modells. Also, ja, schönes Modell, sehr detailliert, aber eben im Bereich der Farbe hier unten mit dem Rot und hier mit den Lackierstellen.
Stellen quasi, die nicht hundertprozentig getroffen wurden, wie hier hinter und eben teilweise auch diesen Laufblechen, würde ich mal der Lackierung hier 95% geben und der Detaillierung des Modells definitiv so 110, 120 ungefähr. Und wir haben ja hier ein ganz konkretes Modell und es handelt sich, wie ihr sehen könnt und wisst, um eine V36. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt eine V36 nach Dänemark und vor allen Dingen, welche ist das? Das ist die Fabriknummer 11210 aus dem Baujahr 1940 von der BMAG, also von der Berliner Maschinenfabrik, ehemals Schwarzkopf. Die wurde 1940 ausgeliefert. Und zwar an das Reichsluftfahrtministerium in Berlin mit der Auslieferungsnummer 10058-3 und dann erstmal beim Luftzeugamt in Travemünde-Pötenitz eingesetzt in Deutschland. Und 1942 ist diese Lokomotive dann angeblich am 15.09.1942 versetzt wurden zum Flakartillerie-Schießplatz Mündegab, wurde dann später an den Fliegerhorst Grove, Flügelstation Karup, so wurde das genannt, übergeben und war auch, das ist jetzt wahrscheinlich für alle Deutschen der erste Begriff, wo man sagt, ah, das kenne ich, Blåvand. Die war dann auch in Blåvand im Einsatz. Ja. Ist die vorbildgerecht? Das ist jetzt die große Frage. Ich habe tatsächlich von der DSB-1 keine Fotos gefunden. Die wurde 1946 erworben von der dänischen Staatsbahn und dann in Kopenhagen einer Revision unterzogen in den Zentralwerkstätten. Dabei soll baulich etwas verändert worden sein. Das können wir uns jetzt mal gucken, ob das denn passiert ist. Und zwar sollen Regenrinnen angebracht worden sein. Ja. Und was sehen wir hier? Also ich sehe hier definitiv eine Regenrinne. Ob das die ist, die da angebracht wurde am Rand, man weiß es nicht. Ja. Ansonsten handelt es sich um eine Version mit dem offenen Kühler. Das ist korrekt wiedergegeben. Das heißt also, das ist nicht der Revision der Bundesbahn unterworfen worden, dieses Fahrzeug. Wir haben, das ist auch korrekt, hier den sogenannten Explosionsschutz auf dem Auspuff. Auch das ist vorbildgerecht. Und der Rest der V36, der passt auch. Also Fahrwerk, Größe und so weiter und so fort. Beleuchtung kann ich euch nicht sagen. Es gibt, wie gesagt, keine Fotos, aber hier steht auch nichts, dass die geändert wurde. Was wir definitiv sagen können, das Farbschema, was wir hier haben, war bis 1957 so im Einsatz. Also die Lokomotive wurde 1946 der Revision unterzogen und wurde dann im Endeffekt eigentlich direkt eingesetzt und wurde 1957 dann umlackiert in dunkelgrün mit schwarzem Fahrwerk hier unten und wir haben hier noch das rote. Einsatz war im Verschiebedienst Güterbahnhof Kopenhagen und ist 1959 eben mit Schadhalfter Welle hier ausgemustert worden. Es war eine von zwei V36 oder WR360C14. Wie es korrekt heißt, im Einsatz in Dänemark. Die zweite wurde erst 1951 ausgeliefert, war also dann die Version mit eben verändertem Kühlergrill und so weiter und so fort. Hatte auch ein bisschen mehr Gewicht, und zwar 42 Tonnen und das Dienstgewicht von der Lokomotive hier war 38 Tonnen. Ja. Viel mehr lässt sich dazu nicht sagen. Also mein Urteil ist, die Lokomotive ist, soweit man das sagen kann und
heute noch nachvollziehen kann, denke ich, vorbildgerecht. Das hat Brava gut gemacht. Sie haben hier den Explosionsschutz, der beim Original definitiv da war, und den Kühlergrill korrekt dargestellt. Ob diese V36 hier jetzt tatsächlich hinten eine Tür hatte mit eben dem entsprechenden Übertritt, das kann ich nicht genau sagen. Aber es ist auch nicht unmöglich. Und die Regenrinnen, tja, das wäre jetzt der einzige Punkt, der vielleicht nicht vorbildgerecht ist an der Stelle. Die sollen einen Ablauf auf der Rückseite vom Führerhaus haben. Den habe ich jetzt hier noch nicht gefunden. Aber das ist jetzt wirklich so kleine Details. Weil zu 99% entspricht es dem Original. So, damit sind wir auf der Anlage angekommen. Ich habe unsere V36 bzw. unseren DSB Traktor 1 jetzt hier mal auf das Gleis gestellt und habe dann unserer Mobile Station hier gesagt, sie soll doch bitte mal erkennen, ob sie eine neue Lok gefunden hat. Und das da, wie ihr seht, ist dabei rausgekommen. Also, die Lokomotive ist nicht MFX-fähig. Das oder der Decoder, sagen wir es mal so, der da drin steckt, ist nicht MFX-fähig, das mal so als erstes. Heißt also, ich habe jetzt hier eine Lokomotive bekommen, die optisch und funktional nichts mit dem zu tun hat, was wir da jetzt vor uns sehen. Das ist also quasi die Standardadresse 3. Das können wir natürlich jetzt mal passend umprogrammieren. Ansonsten von den Fahreigenschaften her, denke ich, ist das richtig, richtig gut. Also wir können ja jetzt mal direkt nach dem Einrichten, ohne irgendwas gemacht zu haben, sagen, wir geben ihm mal Fahrstufe 1. Mal gucken mal, was passiert. So. Und da rollt er ganz langsam vorwärts und dann gehen wir ihm mal wieder zurück das Ganze. Und da rollt er jetzt wieder schön langsam zurück. Das funktioniert also schon mal ganz gut. Licht können wir hier anmachen, hat dann auch einen entsprechenden Lichtwechsel, wie ihr seht, hier zwischen Rot und Weiß. Ich denke, das ist schon mal ganz cool. Und ja, für den Rest, Führerstandsbeleuchtung haben wir hier auch. Machen wir doch mal einen kleinen Funktionstest, oder? Also da haben wir unsere Lokomotive. Und das hat die Mobile Station erkannt. Machen wir hier mal Licht an. Da seht ihr, wir haben jetzt hier die Rücklichter und da dann entsprechend eben den Lichtwechsel, Rot und Weiß, finde ich schon ganz cool. Dann haben wir hier als F1 die Funktion, ach, das könnt ihr jetzt gar nicht sehen, so, mit F1 kann ich also hier die Lichter vorne schalten und damit quasi die Beleuchtung ein- und ausschalten. Und mit F2 kann ich die Lichter auf der Rückseite ein- und ausschalten. Das ist schon mal ganz spannend. So, F3. Gucken wir mal, was passiert da. Da haben wir eine Führerstandsbeleuchtung. Seht ihr jetzt hier so ganz leicht. Ich mache uns mal Licht aus, dann sehen wir das hier alles viel cooler. Haben wir das Licht mal eine Stufe niedriger, dann seht ihr trotzdem noch was. Also wir haben eine Führerstandsbeleuchtung, wir haben die Rückleuchten und das war F3. Dann haben wir noch als Funktion hier F4 und da haben wir auch auf beiden Seiten das Rangierlicht. Das heißt, sowohl vorne als auch hinten habe ich jetzt hier eine weiße Beleuchtung, kann ich euch auch nochmal zeigen. Ich drehe den Kollegen jetzt hier einfach mal um. Geht ja relativ einfach bei der Lok. So, also jetzt habt ihr hier quasi Rangierlicht vorn und hinten. Können wir mal wieder abschalten. Und dann habt ihr hier die roten Rückleuchten. Die kann ich eben über F1 auf der vorderen Zugseite an- und abschalten, über F2 hinten. Und dann haben wir unsere Führerstandsbeleuchtung. So viel zu den Funktionen, also keine Massen an Funktionen, aber die wichtigsten und
die auch aus meiner Sicht extrem gut umgesetzt. Und damit kommen wir zum Innenraumcheck. Was haben wir denn hier? Und um die Lokomotive zu öffnen, müsst ihr 4 Schrauben, da seht ihr die sind relativ lang, öffnen. Dafür braucht ihr nichts weiter als einen kleinen Schraubendreher. Und die befinden sich dort, dort, dort und hier. Ja, das Einzige ist, dass hier das Gestänge quasi bei einem dicken Schraubenzieher ein bisschen problematisch sein könnte. Bei einem dünnen ist das kein Thema. Und dann könnt ihr, und das wird dann allerdings ein bisschen schwierig beim ersten Mal, das gesamte Gehäuse, und das ist aus Plastik, hier von der Lokomotive lösen. So, was man bedenken muss, und das ist ein bisschen Kraftaufwand und da müsst ihr dosiert rangehen, sonst habt ihr vielleicht das ein oder andere Anbauteil in der Hand. Belohnt werdet ihr allerdings dann vom Anblick des offenen Kühlers mit seinen Lamellen und des ansonsten nicht weiter ausgestalteten inneren Gehäuses. Allerdings, wenn wir jetzt mal die inneren Werte der Lokomotive angucken, was haben wir da? Also, einerseits haben wir hier den Führerstand. Jetzt seht ihr mal, wie detailliert ist der wirklich. Das heißt, wir haben hier eine Andeutung, was den Boden angeht. Wir haben dann hier die entsprechenden Hebel, hier ein paar Instrumente. Das ist, sagen wir, okay, aber noch weit entfernt von dem, was uns zum Beispiel Hornby bietet. Trotzdem coole Sache. Wir haben eine Beleuchtung. Und der Mann hier, der gehört nicht dazu, den habe ich da reingeklebt als meine Besatzung. Und offensichtlich verträgt sich mein Klebstoff auch nur so mittelmäßig hier mit der Lokomotive. Gut, aber das sieht man ja zum Glück da nicht. Dann haben wir hier den Decoder von Döhler und Haas. Hier ist er. Der sitzt in einer PLUX22. Schnittstelle. Das ist hier in der Platine drin, den könnt ihr also abnehmen, durch einen anderen ersetzen. Ansonsten sind hier gar nicht so viele Geheimnisse weiter. Also ihr seht, das hier sind die Gleisanschlüsse. Hier hinten ist der Anschluss an den Motor orange und grau. Dann haben wir hier vorne, das müssten die Lichtanschlüsse sein jeweils. Die Flachbandkabel dort. Und dann habt ihr hier drunter hinter dem Metall, und zwar ist das hier Metall, um auch der Lokomotive Gewicht zu geben, den Motor. Da sehe ich jetzt hier allerdings nur die Anschlussfahnen, der soll jetzt auch nicht gewartet werden oder so. Man kann ihn allerdings austauschen, müssten wir uns aber hier noch weiter vorarbeiten, noch mehr öffnen. Was spannend ist, was ihr hier seht, hier ist so eine relativ große Öffnung in dem Bereich hier. Hier ist Platz für einen Lautsprecher. So der Plan. Der wird dann angeschlossen hier an LS1 und LS2. Das sind 2 so vorbereitete Lötpunkte da und da. Und wenn ihr dann einen Sounddecoder habt, dann kann die Lokomotive eben auch Geräusche machen. Werde ich gegebenenfalls machen. Ansonsten ist hier nichts weiter zu sehen. Es gibt hier übrigens noch so kleine Schalter, hier und hier. Mit denen kann man Führerstandsbeleuchtung und solche Sachen schalten tatsächlich auch. Also wenn ihr die Lokomotive im Analogbetrieb im Einsatz habt, könnt ihr hier quasi eine Vordefinition vornehmen und sagen, so soll das Licht jetzt hier geschaltet sein im Analogbetrieb. Ja, mehr gibt es jetzt hier aus meiner Sicht erstmal im Innenraum nicht zu sehen, außer ihr habt hier unten, da seht ihr die Schnecke des Motors. Ja. Aber that's it.
zum Innenraum der Basic Version, der Basic Plus Version, die Digital Extra wird, oder Digital Basic, sorry, so rum, Digital Basic heißt das Teil hier. Die Digital Extra wird da mit Sicherheit ein paar mehr Funktionen haben. Ansonsten aber definitiv solide Technik hier verbaut und auch die Anschlüsse und so, das ist alles hochwertig gemacht, alles Steckkontakte bis hier auf die da. Die haben aber, wie ihr seht, jeweils auch genug Platz. Das ist wieder so ein kleines Detail. Fällt einem vielleicht nicht als erstes auf. Man fragt sich, warum ist hier so viel Kabel? Ja, wir haben hier keine Stecker. Weder beim Motor noch, also weder beim Motor noch beim Gleisanschluss. Und wir wollen aber die Platine ja gegebenenfalls mal abnehmen, um hier Licht zum Beispiel da und hier vorne und so weiter irgendwie bearbeiten zu können, um den Lautsprecher einzubauen, um an den Motor ranzukommen, warum auch immer. Und ich kann die Platine natürlich nur abnehmen, wenn ich dann entweder hier genug Kabel habe, dass ich die zur Seite legen kann, tatsächlich so, oder wenn ich sie eben über Steckverbinder abnehmen könnte. Steckverbindung haben wir nicht, macht aus meiner Sicht auch hier jetzt nicht unbedingt Sinn, weil wir die ja nicht oft abnehmen werden, die Platine. Aber lange Kabel, das ist eine schöne Sache. Da denken nicht alle Hersteller dran. So, dann machen wir sie mal wieder zu. Das geht auch eigentlich relativ einfach. Einfacher als das Öffnen, sogar einfach gerade runtersetzen. Und jetzt muss ich nur bei der Leiter hier vorne ein bisschen gucken, dass die wieder in ihre Löcher da geht. Genau. So, und jetzt könnt ihr euch überlegen, je nachdem wie oft ihr die Lokomotive öffnet, ob ihr die Schrauben wieder verbaut. Also ich drücke jetzt nicht, sondern ich halte wirklich nur an dem Plastik hier. Ne? Das sitzt schon wieder bombenfest. Ich schraube sie jetzt zu. Und damit kommen wir einmal zum Fazit von unserer kleinen V36 bzw. dem Rangiertraktor. Ihr habt gesehen, wir haben geniale Details. Die Lokomotive ist im Großteil absolut vorbildgerecht wiedergegeben, soweit man das eben beurteilen kann ohne Fotos, zumindest für das Modell. Und ich gehe auch davon aus, dass das für alle anderen Farbvarianten ähnlich ist, dass Brava sich hier sehr viel Mühe gegeben hat. Ich weiß zum Beispiel, dass bei den Bundesbahn-Versionen vorne eben der neue Lamellenkühler zum Beispiel angesetzt ist, dass nicht alle Varianten diesen Explosionsschutz hier haben. Also da denke ich, dass Brava das korrekt je nach Eisenbahngesellschaft, soweit man das eben weiß, heute noch umgesetzt hat. Apropos Eisenbahngesellschaft, das Coole ist eben, dadurch, dass diese Wehrmachtslokomotive quasi durch ganz Europa verteilt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, gibt es von fast jeder Eisenbahngesellschaft in Mitteleuropa, sag ich mal, passende Liveries, würde man in England sagen, also Farbgebungen. Und da, glaube ich, ist für fast jeden was dabei. Ist es deswegen gleich ein Modell des Jahres? Schwer zu beurteilen. Aus meiner Sicht ist es ein sehr schönes Modell, es ist sehr hochwertig umgesetzt, wir haben eine hohe Detailpräzision, haben wir und wir haben sehr coole kleine Features wie den Führerstand mit der Beleuchtung und ähnliches. Modell des Jahres muss jeder für sich beurteilen. Ich glaube, es ist eben ein super beliebtes Modell, was fast jeder auf seiner Anlage verwenden kann, denn diese V36 sind ja überall gefahren. Sie wurden lange verwendet, sie sind teilweise heute noch im Einsatz. Das heißt, das Modell könnt ihr wirklich von der Epoche 3 bzw. teilweise sogar der 2 noch bis zur Epoche 6, 7 vielleicht auch noch dann verwenden. Also das ist in der Hinsicht ein geniales Modell. Fahreigenschaften, absolut erste Sahne, wahrscheinlich in der Version Digital Plus mit dem besseren Decoder nochmal einen Tacken schöner, auch wenn mir da eigentlich fast nichts einfällt, was man noch besser machen könnte. Das Einzige, was eben fehlt, MFX-Anmeldung über den Decoder wäre super gewesen. Ansonsten muss man eben alles von Hand einstellen als Dreileiter-Märklin-Fahrer. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ansonsten im Innenraum, die verbaute Technik sieht hochwertig aus, das Modell außenrum ist super. Wir haben halt diese kleinen Farbfehler und das sorgt bei mir dafür, dass es eben nicht das Modell des Jahres ist. Das sind so ein paar kleine Dinge, rote Farbspritze habt ihr gesehen, wir haben das auf den
Laufblechen, dass die Farbe nicht hundertprozentig getroffen ist. Also entweder habe ich jetzt hier ein schlechtes Modell erwischt oder es ist einfach generell bei dieser Lokomotive so, dass die farbige Ausgestaltung, sagen wir mal, 99% ist, aber nicht 100. Und da würde ich jetzt sagen, deswegen vielleicht nicht Modell des Jahres, aber eine super geile Lokomotive. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr selber diese Lokomotive habt, wenn bei euch die Farben total sauber sind oder eben ihr die gleichen Dinge habt und euch die gleichen Sachen aufgefallen sind, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, wie ich auch der Lokomotive einen Daumen hoch gebe, damit es einfach andere leichter haben, dieses Video zu finden. Vielen, vielen Dank und wenn es euch gefallen hat, gern bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.